Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum Thema Smartes Modellieren, Zukunftsperspektiven von Large Language Models in der Prozessmodellierung. Erstmal grundlegend die Struktur von dem Vortrag. Also als erstes werden wir uns damit beschäftigen, warum wir eigentlich LLMs für die Modellierung nutzen sollten und was die überhaupt uns nutzen könnten. Also was können die LLMs überhaupt und wie können wir sie genau mit Prompt Engineering verwenden, um die besten Lösungen für uns zu generieren. Und dann werden wir darüber sprechen, wie können LLMs genutzt werden für Business Process Modeling. Und da werde ich auch den von mir implementierten Prototypen auch ein bisschen schon mal zeigen, um dann darauf gehend auf die Zukunftsperspektiven zu schließen für Large Language Models. Hier erstmal ein kleiner Teaser von mir, den ich vorbereitet habe über meinen Prototypen, damit ihr schon mal so ein bisschen gucken könnt, was kann man machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel modellieren würden, was würde uns das bringen? Zum Beispiel, wir könnten es nutzen für Information Extraction von Prozessbeschreibungen. Also hier zum Beispiel ein Beispiel, das einem direkt schon mal ein paar Informationen über den Text gibt. Oder auch, wir können es als Chatbot nutzen. Genau, und das werde ich gleich nochmal alles im Genau nochmal ein bisschen präsentieren, sagen, wie ich dazu gekommen bin, was es genau für Ausgaben gab, ob die inhaltlich korrekt waren und was es noch für Möglichkeiten gibt in der Zukunft. Auch mal ein Teaser für die Speakers Corner später. Also wenn ihr Lust habt, da reinzukommen, könnte ich auch vielleicht schon mal euch da auch den genauer zeigen. Könnt vielleicht auch mal ausprobieren, mit dem ein bisschen zu reden und zu interagieren. Ah, jetzt läuft das nochmal. So, dann erstmal zum ersten Thema. Warum sollten wir überhaupt LLMs nutzen zum Modellieren? Generell ist das Modellieren von Business-Prozessen sehr zeit- und ressourcenintensiv und kostet dazu noch sehr viel Geld. Das Problem ist, dass diese Ressourcen oft auch nicht da sind, also dass die nötigen Menschen, die diese Fähigkeit haben, nicht zur Verfügung stehen oder auch, dass diese Ressourcen effizienter anders genutzt werden könnten. Deswegen hat sich auch schon in der letzten Vergangenheit bereits in dem Bereich Natural Language Processing und Business Process Modeling ein Forschungsgebiet aufgemacht, wo geforscht wurde, wie man NLP nutzen kann, um es in der Business Process Modellierung zu verwenden. Also zum Beispiel für Modell-zu-Text-Aufgaben oder für die Automatisierung von Text-zu-Model-Aufgaben. Das Problem ist jedoch, dass in den traditionellen NLP-Techniken sehr viele Trainingsdaten gebraucht werden, um diese Modelle auf eine spezifische Aufgabe zu trainieren. Die sind häufig nicht zur Verfügung in dem Bereich Business Process Modeling und dazu ist die Implementierung auch sehr teuer und die Ergebnisse sind relativ schlecht und sind noch nicht in der breiten Masse verfügbar. Hier kommen dann wiederum Pre-trained Large Language Models ins Spiel, wovon mittlerweile wahrscheinlich alle gehört haben, gerade im letzten Jahr mit dem Publishing von GPT, was innerhalb von einem Monat 1 Million User bekommen hat. Also mittlerweile hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie ausprobiert oder kam irgendwie schon mal damit in Kontakt. Und diese Pre-trained Large Language Models haben halt den Vorteil, dass sie auf immense Datenmengen bereits vortrainiert sind aus dem Internet und dadurch nicht auf eine spezifische Aufgabe trainiert sind, sondern sehr bemerkenswerte Fähigkeiten in unterschiedlichen Fachbereichen haben, um Aufgaben zu lösen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das alles irgendwie kann, was kann es genau und kann es eine spezifische Aufgabe für sich genau lösen und wofür können wir es überhaupt benutzen? Und da habe ich mal GPT zu gefragt, weil wer weiß es nicht besser als das Modell selber. Und das hat mir die Antwort gegeben, dass es genutzt werden kann, zum Text vervollständigen, zum Übersetzen, zum Zusammenfassen und Fragen beantworten und auch zur Code-Generierung, dadurch, dass es halt auch Sprachen verstehen kann, generieren und verarbeiten kann. Zusätzlich kann man noch sagen, dass GPT auch sehr gut genutzt werden kann oder auch andere Pre-trained Large Language Models für Klassifikationsaufgaben, zur Beantwortung von generellen Fragen, dadurch, dass sie halt durch große Datenmengen aus dem Internet trainiert wurden, zur Selbstkorrektur von vorherigen Antworten oder halt auch für, was das Wichtigste ist, Chatbots. Also nicht das Wichtigste, aber es ist die bis jetzt größte Anwendungsmöglichkeit, die verwendet wird.
Allerdings muss man auch sagen, dass diese Pre-trained Large Language Models häufig nicht anwendbar sind für alle Use Cases. Das Problem ist auch, dass es oft fehlende Informationen gibt in Ausgaben, also in Ergebnissen, dass auch Missinformationen generiert werden, zum Teil auch dadurch, dass im Netz durch die Daten, mit denen es trainiert sind, auch Fake News sind oder auch die Daten gebiased sind. Dadurch sind halt oft auch Human-in-the-Loop-Aufgaben, also wo immer noch ein Mensch drüber guckt, sehr viel sicherer. Aber auch um diese Probleme so ein bisschen zu verringern, also diese Fehlerhäufigkeit, kann man, so erstmal dazu, Entschuldigung, also kommen wir erstmal zu der Frage, so was für Fehler können zum Beispiel auftreten. Ich habe hier mal ein Beispiel, dass einfach eine falsche Ausgabe gegeben wird. Wenn man jetzt zum Beispiel GPT fragt, was ist Investment Vehicle im Deutschen? Dann würde die Antwort kommen, okay, es ist ein Investmentfahrzeug. Das ist natürlich falsch. Die richtige Antwort wäre Anlageform. Und dieser Fehler kommt da zustande, dass GPT das Wort einfach eins zu eins übersetzt. Ein weiterer Fehler wäre, beziehungsweise kein Fehler, sondern eine nicht unbedingt 100% passende Ausgabe für einen Use Case wäre, wenn man fragen würde, wie komme ich jetzt von der WAD zum Domplatz? Wenn man Google Maps fragt, dann wäre es ein Weg von 10 Minuten mit dem Fahrrad. Wenn man aber GPT fragt, dann kriegt man zwar eine richtige Ausgabe, allerdings ist es für diesen Anwendungsfall nicht unbedingt die beste Ausgabe. Also der Weg, der von GPT vorgeschlagen wird, wäre 30 Minuten lang. Und was kann man dagegen jetzt machen? Man könnte dafür Prompt Engineering verwenden. Der Prompt ist immer die Eingabe, die man dem Sprachmodell übergibt, um eine bestimmte Ausgabe zu erzielen. Und generell kann man sagen, desto besser der Prompt ist, desto besser sind auch die Ergebnisse, die man bekommt. Der Prompt kann zum Beispiel so das Ergebnis leiten, dass es einer bestimmten Zielgruppe entspricht oder dass es einer bestimmten Form folgt. Und dadurch kann man halt das Ergebnis schon auf eine bestimmte Aufgabe oder Anwendung zuschneiden. Und für meinen Prototypen habe ich generell hauptsächlich drei Prompt Engineering Techniques genutzt, die ich jetzt auch gleich kurz vorstellen werde. Und zwar habe ich als erstes Prompt Patterns genutzt. Hauptsächlich habe ich die Prompted in Persona benutzt. Bei der Persona Pattern gibt man dem Modell bereits eine Rolle, diese Persona. Und durch diese Rolle kann die LLM sich schon mal in eine Situation versetzen und aus dieser Rolle heraus sprechen. Ich habe hier mal ein Beispiel vorbereitet, wenn man zum Beispiel sagen würde, benenne eine neue Tierart, welche aussieht wie ein Pferd, aber Flügel hat, würde ohne diese Persona-Pattern die Antwort lauten Pegasi. Wenn man nun jetzt jedoch sagen würde, okay, du bist jetzt ein Biologe, also du hast diese Persona Biologe, dann wäre die Variante, die er dann ausgibt, Equus avius. Diese Pattern habe ich zum Beispiel verwendet in meinem Prototyp, in dem ich gesagt habe, okay, du bist jetzt ein Business Process Analyst. Dadurch hat er die Rolle schon mal angenommen und spricht aus dieser heraus und kann schon mal bestimmte Kontexte anders miteinander verknüpfen. Eine zweite Technik, die ich genutzt habe, ist in Context Learning. Wird der Kontext der Konversation oder der Anwendung bereits das Modell übergeben. Und diese Daten können dann schon von dem Modell in spätere Ausgaben mit einbezogen werden. Also hier nochmal ein kleines Beispiel. Wenn man ihn fragen würde, wer ist der Mitarbeiter des Monats, dann hat er den Kontext noch nicht und kann darauf nicht antworten, weil er diese ganzen Informationen nicht hat. Wenn wir jetzt aber noch den Kontext mitgeben, dass wir ein Unternehmen sind und wir haben jetzt zum Beispiel drei Mitarbeiter, Mario, Peach und Bowser, und geben da auch schon mal die Informationen zu bestimmten Bewertungen mit, würde da dann das Modell antworten, höchstwahrscheinlich wäre Mario der Mitarbeiter des Monats auf Grundlage von dem Kontext, den wir mit übergeben haben. Der Kontext, den ich zum Beispiel mit übergeben habe, war dann auch zum Beispiel eine Prozessbeschreibung für den Ablauf, der modelliert werden sollte. Des Weiteren habe ich Q-Shot Learning verwendet. Beim Q-Shot Learning wird dem Modell bereits eine sozusagen vorher synthetisierte historische Konversation mitgegeben. Durch diese Konversation weiß das Modell schon, wie die Ausgabe aussehen soll und kann sich darauf sozusagen wenden. Das ist schwierig zu erklären, deswegen zeige ich auch noch lieber nochmal ein Beispiel.
Also, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach fragen würden, wer war der erste Mensch, der den Mond betreten hat und wann war das, dann bekommen wir eine sehr lange Antwort und vielleicht wollen wir die einfach nur ganz kurz haben. Vielleicht wollen wir einfach nur den Namen der Person haben und das Datum. Und damit das Modell jetzt in zukünftigen Antworten diese Form behält, geben wir sozusagen schon vorher diese historische Konversation mit. Das sind zum Beispiel hier, würde es ein Two-Shot-Learning-Approach sein, weil wir schon zwei Beispiele mitgeben. Beim ersten fragen wir, wer war die Kanzlerin von Deutschland oder der letzte Kanzler und wann hatte sie Geburtstag? Und da geben wir schon die Fake-Antwort von dem LLM mit. Die wäre Name Angela Dorothea Merkel, geboren 17.06.1954. Und dann haben wir noch ein zweites Beispiel, was dann fragt, wer der letzte Präsident war. Und auch hier geben wir eine Beispielantwort von dem LLM, was dann hier Donald Trump wäre. Und wenn wir jetzt nochmal das Modell fragen, wer der erste Mensch auf dem Mond war und wann das war, wäre die Antwort jetzt Name Neil Armstrong, Datum 20. Juli 1969. Also dadurch, dass wir schon eine vorherige Konversation mitgegeben haben, hat die Antwort nun die Form der vorherigen Konversation angenommen. So, diese Pattern habe ich mitunter anderem mit genutzt für den Prototypen. Und dieser Prototyp hat hauptsächlich zwei Anwendungsmöglichkeiten. Er kann angewendet werden während der Modellierung von einem Business-Prozess mit der BPMN-Notation und er soll als Co-Pilot agieren. Er hat einen Chatbot. Dieser Chatbot verwendet das aktuelle BPMN-XML und die Prozessbeschreibung, die übergeben wird, als Kontext. Und er hat zusätzlich die Persona Business Process Analyst bekommen. Für die Information Extraction habe ich zusätzlich auch in Context Learning verwendet. Also es wird die Prozessbeschreibung mitgegeben. Er hat auch die gleiche Persona bekommen wie der Chatbot. Und ich habe einen Few-Shot-Learning-Approach genutzt, damit ich die richtigen Antworten erziele. Für die Information Extraction habe ich auch nicht nur einen einzigen Prompt, sondern das ist eine Ansiedlung von mehreren Prompts hintereinander, um die Aktivitäten und die verschiedenen Rollen aus dem Text zu extrahieren. Also wenn wir jetzt als Beispiel hier dieses Zielmodell haben, das müssen wir jetzt nicht genauer uns angucken. Wir wollen jetzt vielleicht einfach nur diesen Prozess modellieren, dass wir bei einer Fahrradmanufaktur sind. Kommt eine neue Order rein und darauf gehen wird halt das Fahrrad neu gebaut und hinterher an den Kunden geschickt. Dafür haben wir bis jetzt diese Beschreibung von dem Prozess. Und wenn wir die jetzt an das LLM übergeben in den Prototypen, kriegen wir direkt schon mal die Ausgabe, einen gehighlighteten Text, wo die verschiedenen Aktivitäten mit den verschiedenen Akteuren markiert sind. Zusätzlich bekommen wir eine Tabelle raus, die dann schon mal die Relation zwischen den verschiedenen Akteuren und den verschiedenen Tasks darstellt. Insgesamt, ich habe das auch bewerten lassen, also validiert mit dem F1-Wert. Der F1-Wert wird ziemlich häufig genutzt für die Vorhersage von Labeling-Tasks und liegt meistens liegt zwischen 0 und 1. Und höhere Werte schließen darauf, dass es eine bessere Balance zwischen Präzision und Recall gibt. Also ein Wert von 1 würde praktisch heißen, dass es eigentlich keine falsch positiven oder falsch negativen Vorhersagen gibt. Da hat das LLM einen insgesamt Wert von 0,81 erzielt. Das ist, wenn man das vergleicht mit anderen Modellen von traditionellen NLP-Produkten, sehr, sehr viel, da diese natürlich auf viel mehr Daten trainiert wurden und spezifisch nur für die eine Aufgabe trainiert wurden und trotzdem einen ähnlichen F1-Score meistens ging, um die 0,8. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, zum Chatbot. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind gerade noch im Modellierungsprozess drin und wir haben jetzt mittlerweile fast alles modelliert, bis auf jetzt hier die durchgestrichenen Bereiche,
könnten wir jetzt den Chatbot fragen, wie unterscheiden sich das übergebene BPMN-Modell und die Prozessbeschreibung inhaltlich? Da bekommen wir folgende Ausgabe. Erstens sagt er uns, es fehlen die Aktivitäten und Gateways für die Assemblierung des Fahrrads, die Qualitätsprüfung und den Versand. Das ist eine korrekte Ausgabe. Das ist noch nicht in dem BPMN modelliert. Des Weiteren sagt er noch eine korrekte Ausgabe, dass die Montagevorbereitung noch nicht modelliert wurde. Das ist auch richtig. Allerdings kommt es auch zu Fehlern bei der Ausgabe. Und zwar sagt er hier jetzt auch, dass der Inventory-Check in dem Modell noch nicht mit modelliert sind. Das ist falsch. Ich habe hier auch mal markiert, der Bereich, wo es modelliert ist. Also schon nimmt einen großen Anteil des Modells an. Genau, und das ist erstmal, das hat mich sehr gewundert, diese Ausgabe, weil ich habe den Chatbot nämlich auch mal gefragt, ob er mir nicht von dem BPMN-Modell eine Prozessbeschreibung schreiben kann. Und da habe ich in dem Kontext noch nicht die Prozessbeschreibung mitgegeben. Also es ist wirklich nur auf Grundlage des BPMN-Modells. Und da hat er komplett eine fehlerfreie Ausgabe gegeben. Das ohne Trainingsdaten, also nur mit dem Hintergrund, dass es ein Business Process Analyst ist. Und es wurden wirklich gar keine einzelnen Aktivitäten vergessen oder Relationen zwischen Akteuren und Aktivitäten falsch dargestellt. Daraus gehen würde man jetzt denken, der würde das BPMN XML 1:1 100% verstehen, was natürlich dann wieder Switches ist mit der Antwort, die wir gerade eben bekommen haben, wo er eindeutig Fehler gemacht hat. Und da kann man halt noch sehen, dass die LLMs eine große Blackbox sind, wo man nicht immer verstehen kann, warum bestimmte Antworten erzeugt werden. Und dass man nicht immer darauf schließen kann, dass das, was sie sagen, immer richtig sind, nur weil es einmal richtig war. Aber man muss auch sagen, dass das jetzt beides Aufgaben waren, die generiert wurden aus dem Chatbot. Also es gab keine weiteren Trainingsdaten, es wurde kein Future Learning verwendet oder sonst irgendwelche Techniken vom Prompt Engineering Techniken für LLMs. Das heißt also nicht, dass es nicht in Zukunft möglich wäre, das zu tun. Es war jetzt nur auf Basis von einem kleinen Chatbot. Mittlerweile haben auch, wenn man jetzt zu dem Thema zurückkommt, ob diese Modelle Texte generieren können aus BPMN-Modellen, wurde auch mittlerweile von anderen Wissenschaftlern erforscht und die haben ähnlich gute Ergebnisse erzielt. Also generell könnte man daraus schließen, dass sie in der Lage sind, die zu verstehen. Ich habe diesen Prototypen auch von anderen Leuten testen lassen und habe mit denen Interviews geführt, um weitere Anwendungsmöglichkeiten von Pre-trained Large Language Models zu finden und habe zusätzlich auch noch andere Literatur dazu gelesen und bin darauf gekommen, dass generell LLMs genutzt werden können für die Analyse für unstrukturierte Daten, was wir gerade schon gesehen haben, für die Information Extraction, die in den Prototypen waren, für die Klassifikation von Labeling, von Text, von Gateway Information oder Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren in einer Prozessbeschreibung. Zusätzlich habe ich noch einen weiteren Anwendungscase gefunden, und zwar, dass man die Speech-to-Text-Möglichkeiten verwenden könnte für kollaborative Sessions. Zum Beispiel könnte man während kollaborativer Sessions, die man verwendet, um Prozessbeschreibungen oder Prozesse zu finden in einem Unternehmen, automatisch Stichpunkte erstellen lassen oder halt auch darauf gehen, schon ein initiales Basismodell erstellen während der Konversation. Auf dieses Modell oder diese Stichpunkte könnte man sich dann auch in der Konversation weiterhin beziehen und darüber diskutieren. Des Weiteren, was wir natürlich gesehen haben, kann man es vielleicht verwenden fürs Modellieren. Also vielleicht kann man schon direkt in der Zukunft direkt ein Modell aus einer Prozessbeschreibung generieren oder halt auch Texte aus Modellen. Weitere Anwendungsmöglichkeit sind Conversation Virtual Assistants, also Chatbots. Da habe ich gerade das Feedback auch bekommen, dass unerfahrene Modellierer davon sehr profitieren können, was
dass so ein Chatbot den Lerneffekt durch Austausch verstärken könnte. Gerade auch, dass man generelle Fragen zur Notation klären kann durch den Bot und weitere Sachen, die einem unklar sind. Modellierer wären dann zu in der Lage, was auch immer sie sich vorstellen können, zu fragen. Des Weiteren könnte man es auch nutzen, um Konventionen zu enforcen. Zum Beispiel könnte man sie verwenden für das Checken von dem Verb-Object-Labeling-Styles oder man könnte sie auch nutzen für den Inkonsistenz-Check. Also was ich gerade schon gezeigt hatte, man könnte es nutzen für, um zu gucken, ob in einem Prozessmodell alle Aktivitäten vorhanden sind, die in einer Prozessbeschreibung beschrieben sind. Also was sind jetzt die Zukunftsperspektiven, wenn wir das alles angeguckt haben? Mit den Prototypen habe ich schon mal gezeigt, an sich ist es mit wenig Aufwand, wenig Ressourcen, also ich habe daran alleine gearbeitet, und auch mit sehr wenig Trainingsdaten möglich, einen grundlegenden Prototypen für die Modellierung zu erstellen. Hier ist auch gerade das Thema Trainingsdaten sehr, sehr wichtig, weil, wie ich vorhin schon gesagt hatte, die meistens in dem Bereich BPMN fehlen und großen Datengrundlagen, die man braucht, öffentlich nicht zur Verfügung stehen. Das war aber jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Weitergehen müsste man gucken, welche Komplexität die Modelle haben können, damit ein Large Language Model diese verstehen kann. Also die Modelle, die ich genutzt habe, sind aus einem Datensatz, der öffentlich zur Verfügung steht, also die für Trainingszwecke, die ich verwendet habe für Future Learning. Und dieser Datensatz wird auch in der Literatur fast immer angewendet. Das Problem ist bei diesem Datensatz, dass er nur sehr wenig Prozessbeschreibung beinhält und dass diese auch eine sehr, sehr niedrige Komplexität haben. Daher müsste man auf Zukunft gucken, ob mit anderen Prozessen, die auch der Realität entsprechen, dies auch möglich wäre, ob diese LLMs die auch verstehen würden. Und daraus gibt sich auch die Frage, wie müsste dann ein Prompt dafür aussehen, um diese Prozessbeschreibungsmodelle richtig zu verstehen? Häufig war es auch der Fall, dass die Tester meines Prototypen sich die Frage gestellt haben, was kann ich jetzt überhaupt fragen oder wie formuliere ich einen Prompt vernünftig, damit ich die Ausgaben erziele, die ich erzielen möchte? Das war ein Problem für sehr viele. Und wie kann ich diese LLM anleiten, um gute Ergebnisse zu liefern? Und daraus hatte sich auch die Idee ergeben, dass man vielleicht eine Datenbank haben kann aus Prompts, die sich vielleicht schon als gut ergeben haben bei anderen Modellierern und die der ganzen breiten Masse zur Verfügung zu stellen, damit man die auch weiter verwenden kann. Weil das Problem halt auch, dass die Leute das nicht wussten, was kann ich fragen? Genau. Und diese Datenbank, die ich gerade angesprochen habe, die könnte halt auch schon der erste Ansatz fürs Prompt Engineering sein. Des Weiteren könnte man, wie ich gezeigt habe, das als Copilot verwenden, gerade auch, weil die Tester mir gesagt haben, dass sie nicht das Vertrauen in dieses Modell haben als Bulletproof-Lösung. Gerade durch Fehler und das Unverständnis der Antworten, die generiert werden teilweise durch die Blackbox-LLM, hatten sie die Sorge, dass diese Ausgaben nicht einfach eins zu eins übernommen werden können. Daher kam halt oft auch das Feedback, dass sie nicht daran glauben, in naher Zukunft, dass man durch Pre-trained Large Language Models die Modellierung 100% automatisieren kann, sondern dass sie eher das sehen, so wie ich es gezeigt habe, den Prototyp als Co-Pilot verwenden kann. Und kommen wir zum Fazit. Aus der ganzen Vortrag jetzt gerade, was kann man daraus mitnehmen? Sollten wir LLMs nutzen für die Prozessmodellierung? Also durch die LLMs kann man durch wenig Aufwand, kostensparend und mit wenig Trainingsdaten die Effizienz wahrscheinlich erhöhen während der Modellierung und auch den Lerneffekt für junge Modellierer
verstärken. Und dadurch natürlich hat es natürlich einen Mehrwert für den Bereich Business Process Modeling. Allerdings fehlen uns noch einige Sachen, um das wirklich in der nahen Zukunft umzusetzen. Wir wissen noch gar nicht, welche Komplexität können diese Modelle überhaupt haben, wie kann er das verstehen und auch, wie müssen wir die Prompts schreiben, damit wir sie effizient einsetzen können und das ausbekommen, was wir wollen und ja wirklich auch erkennen können, was wir fragen können.